Moin moin und hallo und ja, willkommen zurück, wie immer auch. Und ja, ihr seht, ich bin nicht mehr da, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich bin diesen Weg jetzt offscreen gefahren, weil das musste ich jetzt nicht mit aufnehmen. Ja, nachdem wir dann das letzte Mal Yuffie gefunden haben, die ich im Übrigen... Aber 27. Ach ja, die passt sich immer dem Level an von unserem Hauptcharakter und der war damals 27. Naja. Ich will mal gucken, was die so hat. Eine Ausrüstung. Werfen. Ich weiß nicht, was das ist. Beziehungsweise doch. Schwachsinn. Damit kann man, ich meine, die wirft damit Gegenstände. Irgendwie sowas ist das. Auf jeden Fall eine Substanz, die kein Arsch braucht. Ich habe mir die einfach nur aus Vollständigkeitshalber, also aus Gründen der Vollständigkeit geholt, weil eigentlich braucht die niemand. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht benutzt. Hört sich natürlich auch komisch an, benutzt. Naja, auch gut. Außerdem will ich in dem Let's Play ja eigentlich so ziemlich alles zeigen. Ja. Wir machen uns dann mal weiter auf den Weg hier lang, und zwar in den Cosmo Canyon. Wir lernen etwas über Reds Vergangenheit. Und übrigens auch seinen richtigen Namen. Ah, jetzt komme ich rein. Ich meine, Nanaki ist er. Jetzt fällt er mir wieder ein. Ja, sag ich ja, Nanaki. Ja, wir haben dem geholfen. So ein bisschen. So mal nur eben aus dem Labor befreit und so, ja. Nehme ich trotzdem sie jetzt rein, weil sie das höchste Level von allen hat. So. Auch gut. Jetzt machen wir hier erstmal die Läden unsicher. So, zwecks Ausrüstungskaufen. Na toll. Das war stumpfen Hochsitz. Wo geht's lang? Hier. Geh da hoch. Ich glaube, es hackt. Widersetz dich mir nicht, du Schwachmann. Auch doch kein Arsch. Nein, nicht da rein, Johannes. Geh zur Leiter. Sei brav und geh zur Leiter. Ja, schön.
Mal sehen, ob es hier was gibt. Oh, yo. Diese Poster hängen überall auf dieser verfickten Welt verstreut. Und wenn man später ins Schildkrötenparadies kommt, kommt es drauf an, wie viel man davon gesehen und gelesen hat, desto mehr Preise kriegt man. Und ich habe ganz verpennt, dass in Midgar noch einige hängen. Naja, es ist nichts Besonderes, glaube ich, was man da kriegt. Was weiß ich, so in Sachen wie Phoenix Feder, Phoenix Down oder so, so Items. Glaube ich. Hoffentlich keine wichtigen, starken Substanzen. Ja, hier lang, glaube ich. Yep. Also, er hat damals die anderen Löwen oder was auch immer das sind, die haben damals eben diese Leute hier im Cosmo Canyon beschützt. Ja, und er glaubt jetzt, dass seine Mutter eben tapfer gekämpft hat und hier auch starb, als dieses Dorf mal angegriffen wurde und sein Vater feige war und abgehauen ist. Und er ist der Letzte seiner Art. Wartet auf mir! Oh, die Silberspange ist für Nanaki. Arcade-Zit ist damit ausgestattet. 2 brauche ich hiervon. Ich rüste mal gut nur mein Hauptteam jetzt aus. Der ist auch nur wieder normale Verstärkung, ist aber egal. Ah, hier ist also Avalanche entstanden. Naja, wir werden den Grufti mit dem langen Hahn suchen, ihn umnieten, damit den Planeten retten, ist doch klar. Ja, hier lang. Murmel schwer.
und ihre Substanz ist auch Krampf. Voll am Pennen. Jawoll! Die Dinger sind sehr nützlich. Da kaufe ich noch mal welche von zwei. Boah. Ich habe gerade schon kein Geld mehr. Was geht? Verwandeln. Wo hab ich das denn her? Gibt mir 7000, da ich es echt nicht gebrauchen kann. So, jetzt habe ich zwar fast kein Geld mehr, aber... ein HP und ein MP plus. Weil das sind zwei der wichtigsten Substanzen, die es gibt. Und das habe ich jetzt für jedes Teammitglied. Weil auf hohem Level erhöhen die dermaßen die HP- und MP-Kapazität. Das ist schon fast ekelhaft. Bugenhagen. Der schwebt irgendwie ein bisschen. Ich bin 48. Boah. Ein Kind. Verliert man die Perspektive. Den Planet klagen hören. Naja, auch eine lustige Eigenschaft, ne? Deine Apparatur, was für eine Apparatur? Bugenhagen. Ja, ganz viele sonderbare Gestalten. Einen von denen hereinrufen.
Ja, ist ja klar, wen ich hole, ne? Den Barrett. Los, kleiner Hund, hey. Und den Barrett holen. Mit drei Personen muss das sein. Der hat HP plus, kriegt jetzt noch MP plus. Das Feindes können. Und wieder hoch. Latschen und latschen und latschen. Und aufwärts, ab ins Sonnensystem. Das ganze Weltall. Sehr beeindruckend, ne? Ein schwarzes Hirn. Also mit Körperkerzen Planeten zurück heißt, dass er sich zersetzt und dann eben sozusagen als biologische Masse in den Planeten eingeht, so, ne? Auch die Seele kehrt zum Planeten zurück, also das Bewusstsein und so die Dingens. Den Lebensstrom. Oder auch Marco genannt. Beziehungsweise, nee, Marco nicht. Dieser Lebensstrom ist eben, da wird dann wieder was rausgenommen, in neuen Menschen gepackt und der lebt dann, stirbt wieder, das geht wieder zurück und immer so weiter.
Das ist die Erde. So, was stirbt, geht in den Planeten, so als Strom, vermischt sich und wird woanders wiedergeboren. Was passiert, wenn diese Energie verschwindet? Das ist hier die Frage. Dann ist es vorbei, dann war es das mit dem Planeten. Stimmt, die Makroenergie ist diese spirituelle Energie. Licht an. Den Worten des alten... Den Worten des alten Volkes lauschen. Alter, latsch nicht um das Loch rum, sondern geh runter. So, wo muss ich hin? Erstmal speichern. Und ich glaube, in diesem Speichern, nein, beende ich diesen Part. Und nächstes Mal erfahren wir mehr über die Geschichte von Red oder Nanaki, wie ihr immer nennen wollt. Ciao.